Der 45. US-Präsident Donald Trump hat ein Hobby, in dem er auch ganz gut ist. Er beherrscht es absolut und ist darin ein Meister. Nämlich zu lügen, zu betrügen, andere Menschen abzuzocken und sich seine eigene Realität zu konstruieren, indem er sie sich zusammenlügt. So hat Donald Trump eine eigene Parallelwelt erschaffen, in der die Moral es erlaubt, andere Menschen in den Ruin zu treiben, andere Menschen abzuzocken, andere Menschen zu erpressen, zu bestechen und weiß der Geier was sonst noch. In Donald Trumps Welt ist bei der Wahl 2020 belogen und betrogen worden. Biden sei angeblich ein illegaler und dem Recht zuwiderlaufender Präsident, der Demenz habe, obwohl das einige Psychologen bereits widerlegt haben. In Donald Trumps Welt sind dunkelhäutige schlechtere Menschen und natürlich die White Supremacy, eine neonazistische rechtsextreme Gruppe wie entweder die QAnon oder natürlich die Proud Boys, sind in Donald Trumps Welt eine absolute Ehrenorganisation. Faschismus und Menschen abzuzocken und zu betrügen sind für Donald Trump nichts Schlechtes, sind für Donald Trump nämlich etwas Alltägliches. Zu lügen ist bei Donald Trump so alltäglich wie das Aufwachen am Morgen. Und noch alltäglicher, denn in seiner gesamten Amtszeit als US-Präsident, wenn man diesen Mistkerl überhaupt so bezeichnen kann, kommt der Mann auf satte über 30.000 Lügen. Ja, was hat das jetzt mit Skeptizisten zu tun, wie wir sie bei der GWUP beispielsweise vorfinden? Ja, das hat ganz einfach damit zu tun, mit dem Stichwort, sich seine eigene Realität zu konstruieren. Donald Trump hat sich seine eigene Lügenrealität geschaffen und jeder, der mit dieser nicht übereinstimmt oder nicht bei seinem kranken narzisstischen Spielchen mitspielt, der wird von ihm diffamiert und diskriminiert sowie diskreditiert. Bei der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften läuft das wirklich nicht anders, denn die GWUP macht genau das. Bei der GWUP handelt es sich, wie wir bereits festgestellt haben, um eine materialistisch-atheistische Sekte. Ihr geht es nicht um wissenschaftliche Aufklärungsarbeit. Ihr geht es einzig und allein darum, andere Menschen, die einen religiösen Glauben besitzen oder Spiritualität ausleben, zu diffamieren und zu diskreditieren. Denn in ihrer Welt ist das nicht nur in Ordnung, sondern sogar notwendig. Denn Parapsychologie sei angeblich schädlich, denn etwas Übernatürliches existiere sowieso nicht und sei von der Wissenschaft des 21. Jahrhunderts sowie des 20. Jahrhunderts bereits widerlegt worden. Seit der Aufklärung wüssten wir nämlich, dass es nur das sinnlich Wahrnehmbare gäbe. Ja, auch wenn das sowohl Kant als auch die anderen Aufklärer niemals behauptet hatten, die einen idealistischen Background hatten und die etwas zu sagen hatten, glauben sie nach wie vor, dass dem so ist. Es ist so, Donald Trump diffamiert gerne Menschen, die seine Lügen nicht glauben oder seine Lügen widerlegen, denn das passt ihm überhaupt nicht in den Kram, denn er lebt ja in seiner Lügen geschaffenen und von Lügen konstruierten und aufgebauten Parallelwelt. In dieser Paralleldimension mag es zwar in Ordnung sein und moralisch vertretbar, dass man andere Menschen über den Tisch zieht. In der Realität ist dem allerdings nicht so. Was das nun also mit der GWUP zu tun hat? Die GWUP befindet sich in ebenso einer Paralleldimension. Denn bei ihr ist es ebenfalls in Ordnung, andere Menschen zu deklassieren und zu diffamieren. Ebenso sehen das der Kollege beispielsweise von Psyram und andere skeptizistische, skeptoide Sektenorganisationen, die einzig und allein darauf aus sind, Profit zu erzielen, um Menschen aktiv zu diffamieren, die ihre Weltanschauung, ihre längst widerlegte materialistische Weltanschauung nicht teilen. Das bedeutet, das, was die GWUP veranstaltet, ist einfach nur Diskriminierungsarbeit und hat mit Wissenschaft und Aufklärung mal gar nichts zu tun. Es geht der GWUP einzig und allein darum, dass die Menschen zu manipulieren und Medien dazu zu instrumentalisieren, ein materialistisches Weltbild zu verbreiten, wie es eigentlich schon seit Max Planck widerlegt ist. Genauso ist es ja bei Trump auch. Der hat gelogen, was?
eben das Zeug hält. Und natürlich hat er fleißig abgestritten, wenn er mal wieder Mist gebaut hat. Das macht er ja auch bis heute und ich hoffe, dass ihn das eines Tages ins Gefängnis bringt. Wie auch immer, so haben wir es mit der GWUP mit einer ähnlichen Vorgehensweise, mit ähnlichen Maßnahmen zu tun. Beispielsweise ist die GWUP, unterscheidet sie sich nicht von anderen Sekten wie zum Beispiel den Zeugen Jehovas. Wie läuft das bei den Zeugen Jehovas? Alle, die ihre Weltanschauung nicht teilen, werden als Irrlehrer und als vom Satan Verführte bezeichnet, die angeblich von Dämonen besessen seien oder anderweitig eine Störung hätten. Ja, und wie das eben auch so ist bei den Zeugen Jehovas, werden Menschen, die eben austreten, aktiv diffamiert und schlecht gemacht und sie werden verfolgt und ihnen wird gedroht etc. pp. Das ganze Programm halt. Die Medien werden dazu instrumentalisiert, sie schlecht zu machen und es werden Schmutzkampagnen gegen die austretenden Kritiker einfach gemacht. Auch Menschen, die sich generell Kritik an den Zeugen Jehovas erlauben, passiert das Gleiche. Genauso ist es bei der GWUP auch. Da tritt zum Beispiel der Mitbegründer Edgar Wunder aus und kommt als Kritiker dieser Skeptikerorganisation hervor. Er sagt beispielsweise, dass sich die GWUP nicht nur wie eine Sekte organisiert, sondern es ihr einzig und allein darum geht, ein materialistisch-atheistisches Weltbild in die Köpfe der Menschen zu hämmern und jeder, der da als Kritiker auftritt, wird diffamiert und es werden Fakten zugunsten der materialistischen Sichtweise, der skeptizistischen Sichtweise von ihnen verdreht. Es wird einfach kein ehrlicher Journalismus hier durchgeführt und über Parapsychologen und gläubige Menschen wird eigentlich immer schlecht und nicht zutreffend berichtet, sodass diese dann in einem schlechten Licht erscheinen. Auch über Homöopathie gibt es keinerlei fairen Journalismus, sondern einfach nur Hass und Hetze. Und damit wird eben versucht, Menschen aktiv zu manipulieren. Und dann heißt es plötzlich in einem Hetzartikel gegen Edgar Wunder bei der GWUP, die GWUP habe sich formal korrekt verhalten und Edgar Wunder sei ja selbst schuld, Edgar Wunder habe dies gemacht, das gemacht, nur weil er jetzt als Kritiker auftaucht und weil er eben ganz klar und vernünftig begriffen hat, was das für eine Sekte ist. Sie haben einfach begriffen, dass also Leute wie Edgar Wunder, der ja ein Mitbegründer der GWUP ist und da muss das ja was heißen, meine ich, solche Menschen haben einfach begriffen, worum es sich bei der GWUP tatsächlich handelt. Es ist keine wissenschaftliche Untersuchung der Parawissenschaften, sondern es ist ein systematisches Diskriminieren der Parawissenschaften, das einfach da, wo Fakten verdreht werden zugunsten einer solchen Vorgehensweise, die überhaupt nicht stimmen. Und dann habe ich auch schon gesehen, erscheinen bei diesen Skeptikern so Magazine wie beispielsweise Trump und wie er die Menschen manipuliert und dann werden die Trumpschen Verschwörungstheorien unters Licht genommen, ohne sich dabei bewusst zu sein, dass sie im Grunde exakt genauso wie dieser Trump vorgehen. Trump lügt und betrügt, aber nichts anderes machen die auch. Trump hat manipuliert, das machen die auch. Trump hat die öffentlich-rechtlichen Medien so instrumentalisiert, dass Hass und Hetze die Gesellschaft spalten können. Das macht die GWUP auch. Sie machen keinen fairen Journalismus. Sie machen das einfach nicht. Gutes Beispiel auch Donald Trumps Verhalten bei der Wahl 2020 war ja mehr als lachhaft. Erst wollte er sich hier als Gewinner darstellen und die Auszählungen stoppen lassen. Und dann, als er die Wahl nachweislich verloren hat, dann hieß es auf einmal, das ist alles Wahlbetrug, das ist alles eine Verschwörung gegen mich, die wollen mich alle loswerden, die wollen mich um mein Amt bringen, die haben mir meinen Wahlsieg gestohlen. Und dann heißt es auch, ich bin der rechtmäßige Sieger und Biden hat mit kriminellen Menschen und kriminellen Eliten gedealt und sie bestochen, lauter Blödsinn. Dann hat er den
Dann hat er den Gouverneur von Georgia angerufen und ihn schon mal erpresst. Er solle doch ein paar Stimmen für ihn finden, die ihm quasi zum Wahlsieg in Georgia verhelfen. Das ist für mich ein Synonym dafür, dass ich sage, hey, mach mal schönen Wahlbetrug. Aber sich über einen angeblichen Wahlbetrug aufgrund falscher Information aufregen und Menschen versuchen zu manipulieren und sie dann so aufzustacheln und ihnen und sie zur Gewalt anzustiften, wie zum Beispiel eben den Sturm auf das Kapitol. Genauso ist es eben bei der GEWOP auch. Diese Sekte, diese GEWOP, macht genau das Gleiche. Sie verhalten sich wie Donald Trump bei seiner Wahlniederlage 2020. Sie sagen, ja, die Parapsychologie, das sei ja alles nur Schwindel, das seien ja alles nur Idioten, das sei alles keine wissenschaftliche Vorgehensweise, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass PSI-Phänomene unlängst unter kontrollierten wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen worden sind, dass Statistiken und Meta-Analysen ganz klar belegen, dass es signifikante und relevante Effekte sind und nicht nur Zufall. Dass eben PSI tatsächlich existiert, das läuft natürlich ihrer Anschauung und Gesinnung sofort zuwider. Und so versuchen sie, diesen Parapsychologen irgendetwas nachzusagen. Sie werden verleumdet und verunglimpft. Ihnen wird irgendetwas vorgeworfen, wie beispielsweise, sie hätten betrogen oder sie hätten Geld dafür gezahlt, dass eine wissenschaftliche Studie so aussieht. Lauter solcher Blödsinn. Und dann machen sie eben genau das, was eben Trump auch macht. Sie sehen sich plötzlich in einer riesengroßen Verschwörung und manipulieren dann andere Menschen damit. Es geht einfach nur um die Hetze gegen wissenschaftliche Erkenntnisse. Und dann wird mir gesagt und mir der Eindruck vermittelt, das sei eine Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften. Dass ich nicht lache oder kotze, ganz ehrlich. Mit wissenschaftlicher Annäherungsweise hat das nichts mehr zu tun. Unlängst hat ein Skeptiker übrigens ein Video gegen mich veröffentlicht, in das er oberflächliche Kritik an Skeptikern. Ich habe angeblich oberflächliche Kritik an Skeptikern geübt. Ich habe zwar sowohl Belege genannt, warum die GEWOP und die anderen Skeptizistenorganisationen einfach nur Sekten sind und warum diese scharf abzulehnen sind, sowie natürlich auch, warum Nahtoderfahrungen beispielsweise real sind und eine materialistische Sichtweise der Welt komplett falsch ist und längst eine materialistische Weltanschauung längst widerlegt ist, als auch habe ich ganz klar deutlich gemacht, was Sache ist in diesem Fall. Aber was ist passiert? Was wurde mir in diesem Video vorgeworfen? Im Video wurden mir nicht nur die Vorwürfe gemacht, dass ich oberflächliche Kritik übe. Ich wurde auch systematisch beleidigt. Ich wurde beleidigt und gemobbt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich das Video jetzt einmal ansieht, dann stellt man schnell fest, dass das einfach nur Hetze gegen mich sind. Er wirft mir vor, ich würde das alles nicht belegen und dann nennt er selbst keine Belege für die Sachen, die er mir vorwirft. Er zeigt mir einmal sogar den Vogel, lacht mich aus und geht auch überhaupt nicht sachlich mit mir ins Gericht. Ich will angeblich, dass es Einhörner gibt, obwohl ich eine Faktendarstellung mache. Das mit Wunder sei angeblich gelogen und Edgar Wunder habe sich formal absolut falsch verhalten. Das nenne ich doch einmal ein Verhalten à la Trump. Und bevor man mich kritisiert wegen einer oberflächlichen Kritik, sollte man aufhören, mich anhand eines Videos derart zu mobben, zu beleidigen und zu verleumden und zu verunglimpfen und sollte sich vielleicht auch mal daran machen, ob man nicht selbst vielleicht sehr oberflächlich kritisiert, denn die Artikel und Hetze über Walter von Lukadu sind einfach nur eine Frechheit und haben mit Fakten nichts mehr zu tun, sind eine mehr als oberflächliche Kritik, genauso wie das Reaktionsvideo auf mein Video gegen die GEWOP. Also an der eigenen Nase packen und erkennen, dass man sich so aufführt wie dieser Herr hier, weil man nicht erkennen möchte, dass die eigene Gesinnung ein absoluter Mist ist.